Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Freitag zu eurer Folge, die diese Woche ausgefallen ist. Ich habe ja versprochen, es gibt dafür eine Folge mehr am Freitag und jetzt nochmal 19 Uhr. Und ich habe mich gerade entschieden, ich mache noch eine dritte Folge daraus. Und daher wird diese Folge dann um 18 Uhr erscheinen. Denn ich möchte doch noch gern ein bisschen weiter hier auf der Karte bleiben. Das macht so viel Spaß hier. So viel Spaß hier auf der Karte. Vor allem vom Aussehen. Also ich finde das einfach. Ja, also ne, ich will mich ja auch nicht zu viel loben, weil ne, es fängt hier schon an zu stinken. Ich sollte gerne mal beide Fenster hier dringendst aufmachen. Aber wenn er mir dem zustimmt, dann lasst doch gern ein Däumchen und ein Abo da und einen Kommentar. Das wäre ein Träumchen. Also, ne? Das wäre wirklich ein Traum. Denn vielleicht schaffen wir es ja noch, in diesem Monat die 500 Abonnenten zu knacken. Also, das wäre ein Traum, wirklich. Das wäre ein absoluter Traum. Da würde ich mich echt freuen. Wäre ein nices Geburtstagsgeschenk übrigens. Die 500 Abonnenten knacken würden, diesen Monat noch. So, So, wir werden gleich hier dann mal die, ja, hier mal ein bisschen aufräumen. Aber hier liegen Bäume jetzt hier umgehauen. Müssen wir mal wegbringen. Weiß gar nicht, ich habe knapp, etwas unter eine Million, glaube ich, mittlerweile im Sägewerk. Also von daher, ja. Allzu viel passt da nicht mehr rein, aber egal. Egal. Dann da drüben müssen wir auch noch ein bisschen fällen. Also von daher, es werden noch ein paar Bäume fallen. Das immer so ein bisschen nach und nach jetzt machen. Wie gesagt, jetzt erstmal nur hier halt am Anfang. Weil ich hier doch gerne wieder meine Produktion hinhaben möchte. Wenn sie etwas anders platzieren als vorher. Sag mal, ne? Mittlerweile hat man ja doch die eine oder andere Erfahrung gemacht. Die eine oder andere neue Idee gewonnen. Aha. Ja. Egal. So. Das war jetzt sehr, sehr aufschlussreich hier. Was ich gemacht habe. Aber egal. Da haben wir ja jetzt noch eine zusätzliche BGA. Auch das ist ja noch was, was jetzt sich geändert hat. Aber nichtsdestotrotz werde ich mit Sicherheit auch wieder eine BGA vom Castor platzieren. Das dürfte schon mal klar sein. Müssen wir mal gucken. Eigentlich sag mal, ne, wir werden hier wieder viel Mais machen. Großes Maisfeld, große Häckselernte. Ich überlege, wie viel wir da rausgeholt haben. Wenn ich mal an das große, die großen Keilsilos da denke, die wir auf der anderen Seite hatten, wo im Moment halt jetzt noch der Wald steht. Halleluja, das war mal Klamotten. Boah. Weiß nicht. Moment, wir hatten 11,5 Millionen in dem einen Silo. 5,6 Millionen oder 6,5 Millionen, ich weiß es jetzt gerade nicht. In dem anderen Silo. So, und das darf man nicht vergessen, da war die Höhe ein bisschen niedriger. Aber nur ein bisschen. Ne? Also, war glaube ich nur 4 Meter die Höhe. Und von daher, die neuen können ja 6,50 Meter. Also von daher, ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie viel dann da reingeht, wenn so ein Ding voll ist.
Vor allem bin ich auch mal gespannt, die Doppelkeil-Silos, die ja an der BGA Süd verbaut sind, die werde ich auch noch in den Placeable-Pack noch mit reinpacken. Die wird es also nochmal geben. Die habe ich auch noch nicht getestet. Also da habe ich ja noch keine Ahnung, wie viel da reingehen. Vielleicht habt ihr ja schon die in Benutzung. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie viel Liter ihr da reinbekommen habt. Und ob sie überhaupt funktionieren. Das ist ja so das andere. Also bei den Tests, die ich ja gemacht habe, war ja das Problem, dass dort... was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, dass das Häckselgut noch durch die Wand gefallen ist. Obwohl ich da extra nochmal eine Kollision eingebaut habe, also ne, zusätzlich zu den normalen. Tja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, und zwar mache ich das jetzt, weil ich hier parallel noch einen Weg ja damals hatte. Und den wollte ich eigentlich auch wieder hier hin machen. Dass wir hier rumfahren können. Und von daher, ja, würde ich sagen, machen wir die Bäume ja auch schon mal weg. Damit wir vielleicht ja schon mal mit dem Weg einzeichnen beginnen können. Dann ist mir eins aufgefallen, wo ich hier ja, Objekte platziert habe, wo ich das getestet habe. Das komischerweise, wenn man die in einen gewissen Winkel setzt, die Bodentexturen nicht alle angepasst werden. Woran das liegt, weiß ich auch noch nicht, obwohl ich Multi-Terror Angel eingebaut habe. Das sieht man schon allein daran, wenn man also auf dem Feld durch die Gegend fährt. Dann kann man ja dort... Ah, was mache ich denn hier? So. Das ist auch groß, gut. Dann kann man ja in jede Richtung fahren und im Endeffekt passt sich dann die Spur vom Flug ja automatisch an. Und da habe ich eigentlich gedacht, wäre das Problem mit behoben. Scheint aber nicht so zu sein. Weiß nicht, woran das liegt. Bin nochmal gespannt auf die nächste LS-Version. Ob es das denn da auch gibt. Also ich sag mal, ne, klar, auf den Standardkarten ist das sowieso schon mal passé anders. Weil die Flächen logischerweise da etwas kleiner sind. So. Ich wollte auch mal geguckt haben, ob es denn Palmen zum Pflanzen gibt. Also, ne, es gibt ja, was weiß ich, Fichten, es gibt Tannen. Es gibt ja alles zum Pflanzen. Und von daher ist es einfach so. So, da bin ich wieder. Sorry, gerade unterbrochen worden hier. Mein Sohn wollte für mich noch zur Post fahren. So, und wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, wenn wir sich jetzt den Weg hier machen, daher werden wir jetzt mal hier noch den anderen Baum eben schnell hier. So. Ja, jetzt kann ich mal in die Statistik gucken. So, könnte ja mal Autodrive ausmachen, ne? Also zumindest mal den Editor-Modus, das wäre schon mal nicht schlecht. Ja, wir werden auf jeden Fall am Sonntag auch den einen oder anderen Baum hier noch fällen.
genau, jetzt war falsch wieder, wo ich war. Man kann ja, was weiß ich hier, ne, Pappeln setzen und. Aber ihr habt noch kein Tool gesehen, wo man Palmen pflanzen kann. Also falls ihr da irgendwas wisst, könnt ihr mir gerne über Discord schicken. Einen Link oder, ne, wenn ihr kein Discord habt, dann könnt ihr mir klar auch unter das Video einen Kommentar reinschreiben. Klar gibt's das, du musst mal das und das dir downloaden. Ja, alles klar. Werde ich dann auch tun. Und ja, also für euren Support wäre ich da sehr dankbar. So, wie mache ich? So, dann können wir den hier schon mal wieder losschicken. Wieso steht jetzt wieder Feld 55, Feld 55? Was ist das denn hier? So, Moment. Beladen werden soll er, so. Ranch, Einfahrt, abladen soll er bitte, wupp, da. So, und auf Wiedergesehen, so. Dann wollen wir mal hier gucken, was ist mit dem Kollegen hier, der ist noch nicht ganz voll, okay. Da ist also noch ein bisschen Platz drin, ne? So, ach, Moment. So, Hof Einfahrt, hier haben wir es. Dann hier dahin. Okay. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Schlagen wir hier ein. Da ist nichts mehr drinne. Haben wir leer gemacht. Oder habe ich leer gemacht? So, jetzt werde ich mir die Arbeit sparen und hier die Dinger hier noch wegmachen. Achso, ich sollte das vielleicht mal senken, wird das vielleicht einfacher gehen. So, aber die Baumstümpfe können wir mal hier wegmachen. Die nerven die mich schon mal nicht mehr. So, weiter geht's. Wo ist die nächste Kokosnussstammbaum? Ja, hier, da haben wir doch, da. Ah, jetzt weiß ich, was los ist. Ich hatte eben für die Autodrive-Kurse aufzunehmen die Lenkung umgestellt. Schon wieder zurückstellen. Das ist mir. Wenn man Autodrive-Kurse aufnimmt, dann ist das ganz praktisch, wenn man hier die Lenkrückgeschwindigkeit ein bisschen nach unten dreht. Aber wenn man jetzt hier wieder am Fahren ist, bin ich doch die. Ich sag mal, ich bin das so gewohnt, ne? Also 100% jetzt warm. Aber so. Oh. So. Moment. Machen wir mal eben hier. Hey, der hat den. Da sehe ich jetzt wieder nichts. Geht nicht. Oh, gut. Der eine oder andere wird jetzt sagen, oh Gott, jetzt schmeißt du mir Holz weg. Ja, tu ich ein bisschen, aber es ist einfacher. Nein, hier. Nur die langen Stücke nimmt. Ach, jetzt geht's doch. Ah, wunderbar. Ach komm. Alles klar, sehr schön. Weiter geht's hier. Ja, wenn man die ganzen kurzen Stücke hat, ja, ist, wie gesagt, auch kurze Stücke geladen, geht auch, Gottes Willen. Meistens unbedingt so wenig, aber ich glaube, da haben wir noch genügend Holz hier zusammenbekommen. Oh, das
kann ja nicht wahr sein hier. Egal. So, erstmal die weg. Wenn die Sonne noch scheint, wenn wir jetzt ehrlich sein, dann sieht man diesen roten Strich nicht so wirklich. Gut, da kann ich im Moment nicht dran. Jetzt geht er da weg. Keine Probleme. So, zack. Weiter geht's hier. So, noch eine. Jetzt nicht, okay. So, was anders machen. Einmal eben, ne? Habe ja heute Morgen gut wieder gefrühstückt. Wie immer. Ein Rosinenbrot mit Nutella. Nutella macht das Frühstück gut. Ja, dann habe ich eben gesehen, so ganz nebenläufig, es gibt dieses Jahr auch noch keine FarmCon im Real Life, sondern die wird auch dieses Jahr wieder online stattfinden. Ich sag mal, so schlecht fand ich sie jetzt letztes Jahr nicht. Also von daher, ich freue mich drauf. Und sie ist schon, ja, übernächsten Monat, glaube ich, im Juli. Ich glaube, 21. Juli, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Ich habe nur kurz das gesehen auf Discord. Die Ankündigung, dass es da eine neue Mitteilung gab. Und, oh, sehr schön. Genau so habe ich mir nicht vorgestellt, aber egal. So. Oh, jetzt habe ich auch noch Sag mal, was ist denn jetzt los? Bin jetzt hier am Durchdrehen. Hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Ja, hey, Johannes. Achso, ich wollte in die... Eigentlich wollte ich nur die Baumstümpfe hier wegmachen. Das war eigentlich, warum ich aussteigen wollte. Ich wollte nicht abkoppeln. Aber gut, dass ich getan habe. Sonst hätte ich nämlich gar nicht gesehen, dass das Ding schon voll ist. Ein oder anderer wird schon aufgefallen sein. Nun hier nicht. So. Und ich habe auch die Hänger in einen etwas größeren Volumen genommen. Also, ne, die haben jetzt 100.000 Volumen. Weil, ne, 75.000 war mir dann doch zu wenig. Weil, ne, da fahren wir uns ja tot hier. Hab keine Lust zu. Ich sag, komm, anständige Ladungskapazitäten brauchen wir. Mit den 160.000, ne, ja, Leute, die größer bauen können, aber nein. Also, wir wollen sie ja nicht ganz übertreiben. Und ihr seht, ne, aber doch jetzt mit einem Heckgewicht, weil, ne, wenn man so viel Gewicht da vorne drauf hat, ne, in der Fräse, muss man ein bisschen Gegenkonter haben. So, der ist voll, sehr schön, dann können wir den auch losschicken. So, der ist auch voll, sehr schön. Würde ich sagen, schicken wir die Kollegen erstmal auf die Reise. Fangen wir mit dem hinteren an. Andy, warum fängst du jetzt mit dem hinteren an? Der ist doch noch blockiert. Ja, wenn ich aber den vorderen dann losschicke, dann ist alles gut. So. So, wir haben hier Hackeschnitzel. Da haben wir Hackeschnitzel. Sehr schön. So, Abfahrer einstellen. Was? Er hat keinen Weg zum Ziel berechnen können. Jetzt willst du mich aber echt auf den Arm nehmen hier. Kollege, jetzt willst du mich aber auf den Arm nehmen. Aha, geht doch, wollte ich gerade sagen. Das wäre jetzt aber. Ja, mal gucken. Normalerweise müsste der jetzt eigentlich hier rausziehen. Nur tut er na klar nicht. Fahren wir mal hier weg. Gucken, was der da macht. Ah, guck mal, jetzt fährt er. Jetzt fährt er. Boah, Alter, und wie der fährt.
Jetzt Maria, er hat aber mal ein Tempo drauf. Er hat es aber eilig, dem hinterher zu kommen. Der hatte da auch mal eilig. So, jetzt kann ich mir hier die ganzen Enden mal hier weg haben. Da können wir mal anfangen hier. Stumpen mal hier weg haben. Können wir mal anfangen, die Baumstämme hier zu laden. Die mal in das Sägewerk bringen, damit das schon mal gut gefüllt ist. Wir dürfen es so nicht ganz voll machen, denn wir müssen ja noch den Inhalt aus dem anderen Sägewerk, den wollen wir noch übertragen. Naja, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir das nicht ganz voll machen. Ja, was ich vielleicht mit den Hackschnitzeln mache, weil irgendwann, ne, ich glaube, da sind auch noch ein paar drinne. Oh, jetzt will der hier wieder nicht weggehen, warum auch immer. Oh, nee, ernsthaft. Ah, jetzt. Schon mal. Mein Gott, schon wieder 124.000 Liter. Ich weiß gar nicht, ist der eine schon zurück? Gucken wir mal. Nee, ist noch keiner zurück. Okay. Nicht schlecht. Ihr seht, jetzt haben wir drei Stück und trotzdem geht sie nicht voran. So ist das. So ist das, Freunde. So, und er ist schon wieder voll. Oh, das ist ein Wahnsinn. Welche, die wir schon mal wegmachen können. Da haben wir noch einen. Da noch einen. Ah, oh, wunderbar. Läuft doch. So gefällt mir das. Ja, Freitagabend, oder der Freitagabend steht ja kurz vor der Tür. 18 Uhr ist ja schon Freitagabend, kann man sagen. Weiß ja nicht, was ich am Freitagabend mache. Mal gucken. Aber ich gehe mal von aus, ich werde morgen. Oder vielleicht werde ich aber was anderes tun, ich weiß es nicht. Aber manchmal ist es auch ganz gut, mal was anderes zu tun. Einfach mal ein Stück weit abzuschalten. Weil den ganzen Tag immer nur das Gleiche zu tun, ist irgendwann sehr strapaziös und sehr anstrengend. Ah, das ist noch ein Baumstumpf. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Hallo? Warum hat er jetzt nicht weg? Sehr schön. Ach, hier sind noch welche. Hallo, wo mach ich denn die Wuchtdreck weg? Oh, schauen wir hier. Nein, also. Sonst irgendwo was hier? Ja, dann sehe ich nichts. Sehr schön. So, also, den fahren wir jetzt einmal da vorne hin. Gucken wir nochmal. Ah, da kommt schon der Erste. Da kommt doch schon wieder der Erste. Sehr schön, sehr schön. Da kommt doch schon der erste Kollege wieder. Da kommt doch der erste Kollege schon wieder.
Also ich bin auch froh, wenn die Autodorf-Kurse fertig sind und ich auch den Hof einfahren kann. Ich bin im Moment dabei, ne, wieder alles zu löschen und nochmal neu aufzunehmen, oben an den Feldern. Und da kann ich euch sagen, das ist sehr aufwendig. Und von daher wollte ich mir das jetzt ersparen für dann, ja, weil da müsste ich nachher bei der Ranch, wenn also die ganzen Silos, also die Silos bleiben ja, also die Düngersilos, geil, ne, die Lager, die werden bleiben oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall die ganzen geilen Silos. Die BGA wird auch verschwinden. Bis auf die Süd und Nord. Und von daher, ja. So, lassen wir mal gucken, wie viel ist denn hier drin. Oh, Hackschnitzel mittlerweile 1,3 Millionen. Baumstämme 9,6. Alter Schwede. So, hier haben wir, glaube ich, noch gar nichts drin. Nee, aber hier gehen auch noch Baumstämme rein. Also irgendwann ist jetzt hier Ende mit Hackeschnitzel. So, wir müssen dann nochmal einen Kurs später noch einfahren. So, im Moment bin ich halb hier oben beschäftigt mit den Autodrive-Kursen, mal so zur Information. Also, ne, das ist ganz oben hier, ne, über Feld 2. Und hab heute hier diese ganze Linie und da unten diese Linie, die hier an den Bahnschienen so parallel dazu geht. Die habe ich heute neu eingefahren, plus das hier ist alles neu eingefahren. Die ganzen Kurven hier, die ganzen Kreuzungspunkte sind neu eingefahren und. Also, ne, es funktioniert jetzt. Ihr seht also, zack. Kann also jetzt hier, ne, Nord, Süd, egal wohin. Funktioniert alles. Was allerdings noch nicht funktioniert, ist, glaube ich, wenn ich jetzt von hier aus zu Feld 8 fahren wollte. Seht ihr, das macht er nämlich noch nicht. Und da muss ich mal nicht noch gucken, woran das nämlich liegt. Warum er das nicht macht. Er fährt zu jedem Teil der Karte, oder nicht. Da kann er nicht hinfahren, weil ich die Verbindung da nicht wieder geschlossen habe. Feld 1 kann er auch noch nicht anfahren. So, ein Curseplay hier. Aber denn die anfährt. Nö. Komischerweise die auch nicht. Ganz merkwürdig. Also wie gesagt, ich kann überall hinfahren. Auch hier. Saatgut Nord. Mal gerade gucken, Silo West. Das ging nämlich nicht. Jetzt geht's. Alles klar. Da war nämlich ein Fehler. Den habe ich gefunden. Warum das nicht ging. So, hier habe ich auch schon mal die Felder. Fertig. So, und ihr seht jetzt, ne, wo der eben gefahren ist. Ne, da sieht man jetzt so die Richtung, dass sich der Winkel anpasst. Und das tut es halt komischerweise nicht beim, ja, wenn man auf die Karte kommt und hier irgendwelche Objekte platziert, dann ist das halt nicht. So. So, den können wir mal wieder entlassen. Ne? Verbraucht er nicht so viel Diesel. War mal nicht schlecht. So, hier waren wir eben. Dann wollen wir jetzt mal hier mit dem ersten hier losfahren und mal Baumstämme hier einsammeln. Da ja, schon ein paar hier rumliegen. Die werden wir jetzt mal einsammeln können. Und mittlerweile funktioniert auch wieder die Anzeige, wie ihr seht. Ich habe es hinbekommen. Muss nur die Tastaturbelegung ändern. Und dann ging das auf einmal. Warum auch immer das vorher nicht ging. Aber jetzt geht's. Bin ich doch sehr begeistert drüber, dass mir das wieder angezeigt wird. Wo Bäume abgeladen werden oder, ne, auch auf dem Fahrzeug, wo sie geladen werden. So war es dann, ja genau, ne, je nachdem welche Seite dann da ausgewählt ist, ob er links oder rechts lädt. Na, okay. Jetzt die andere Seite eben wieder nehmen. Aber den will er auch nicht, okay. Aber ich würde auch sagen, es reicht. Es ist voll genug. Wir wollen es wieder nicht übertreiben, sonst kann man die nachher wieder. Ja, kann ich wieder Runde He-Man spielen. Schon wieder auch nicht so übel zu.
oder beziehungsweise He-Man, ich würde eher sagen Superman. Der kann ja Gebäude durch die Gegend heben. Also von daher, warum gehen wir uns mit He-Man hier zufrieden? Hallo? Und ein Superman. So, und ich sehe, dass die Folge schon wieder zu Ende ist. Mein Gott, Freunde, es ging so schnell. Ja, und damit bedanke ich mich für alle, die wieder von Anfang bis Ende dran geblieben sind. Vielen, vielen Dank für diesen Mega-Support. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für ein Abo, für ein Däumchen, für einen Kommentar vielleicht noch. Und das soll es von mir gewesen sein an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag. Gleich 19 Uhr gibt es noch eine Folge hier von der Beta-Version. Wenn wir noch ein paar Baumstämme abtransportieren und dann ab 20 Uhr gehen wir wieder zurück ins Let's Play. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.